Moin Jungs, da bin ich wieder. Oh, was will denn der schon wieder? Ich will euch ein neues Video zeigen. Oh, war ja klar. Und zwar, wie man auf eine Mattlackierung einen Perleffekt drauf bekommt. Also ich war erschrocken, wie viele das eigentlich gar nicht wussten, dass es möglich ist. Dabei ist der Glitch schon, glaubt, fast 2 Jahre alt. Also ich kenne GTA nicht anders. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, hauen wir mal so ein Video raus, damit auch andere Leute nicht dumm sterben, sondern das auch wissen und das machen können, weil es ist richtig geil, um neue Lackierungen zu machen und ihr wisst ja schon. Dazu braucht man nur ein Auto? Nee, oder? Klar! Und welches Auto wäre dafür am besten geeignet? Na, gucken wir mal. Scheiße, scheiße, scheiße. Boah, Centorno, scheiße, scheiße, scheiße. Boah, auch scheiße. Scheiße, hab ich schon, scheiße, scheiße. Oh, jawohl, den Surano. So, den bestelle ich jetzt mal, um das gleich dann euch zu demonstrieren, wie das funktioniert. Machen wir mal eine neutrale Farbe, weiß, ne? Achso, welche Garage? Tinsel Tower, so. Während wir jetzt hier auf das Auto warten, möchte ich noch 3 YouTuber grüßen. Einmal ist es der Claybator, der hat schon fast 1 Million Abonnenten. Ihm fehlen zwar noch 999.000 Abonnenten, aber dann hat er sie. Und hier erstmal Grüße an dich, Servus. Dann möchte ich Cedes Binz grüßen, denn er weiß, da wo Benefaktor draufsteht, da ist auch wirklich ein Benefaktor drin. Nee. Und dann möchte ich Skill2Bentner grüßen. Der hat jetzt die 1000 Abonnentenmarke geknackt. Herzlichen Glückwunsch. Und wie ich finde, also das wäre doch ein Grund zu feiern. Machen wir hier mal so eine richtig fetten Party, Garagen Party, Flohmarkt Party hier. Vor lauter Party machen habe ich ganz vergessen, dass ich im falschen Apartment bin. Das muss ich jetzt kurz ändern. Jetzt sind wir in der richtigen Garage angekommen. Na, endlich. Dann steigen wir auch gleich in den Surano ein und treffen uns wieder bei Los Santos Customs. Um jetzt den Perleffekt auf die Mattlackierung zu bekommen, müsst ihr einfach nur auf Lackierungen gehen, Primärfarbe, dann auf Mattlackierung. Da sucht ihr halt irgendwas Schönes aus, worauf ihr Bock habt. Prinzipiell ist ja immer so, je dunkler die Grundfarbe ist, desto besser kommt der Perleffekt rüber. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel matt weiß nehmt und schwarz Perleffekt, dann sieht das keine Sau. Also das verschwindet halt. Und deshalb immer irgendwas Dunkles nehmen und dann was Helles als Perleffekt verwenden. Ich nehme jetzt einfach mal Mitternachtsblau. Danach geht es hier mit Kreis zurück, geht es auf Metallic. Aber nichts machen, also nur in das Menü reingehen und einfach nur kurz warten, so 5 Sekunden oder so, das wird dann schon reichen. Dann geht sie wieder auf zurück, zurück, zurück und kauft irgendwas. Also ich nehme jetzt das Nummernschild, weil das einfach das günstigste ist. Und wenn ihr das gekauft habt, geht ihr wieder zurück auf Lackierungen, Primärfarbe und schon habt ihr Perleffekt frei. Das ging ja davor nicht. Und dann könnt ihr jetzt euch irgendeine Farbe raussuchen, auf die ihr Bock habt. Das gleiche funktioniert auch mit Metalle, also gebürsteter Stahl und Aluminium und pures Gold und wie die alle Lackierungen heißen. Gleiches Prinzip. Funktioniert auch. So, jetzt habe ich mal rot gemacht. Jetzt gehe ich raus, raus, raus. Ja, super, draußen ist dunkel. Kommt natürlich super rüber. Man erkennt gar nichts. Oh, was kannst du eigentlich? Ja, für die Wetterverhältnisse kann ich nichts. Zwar gibt es darüber auch einen Glitch, den werde ich aber nicht hochladen, weil der ja nicht so toll ist. Aber ihr wisst, wie es geht. Ihr könnt es selber ausprobieren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Und das war's eigentlich schon mit dem Video. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Jungs!